Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Shadow of Mordor. Ja, wie ihr vielleicht seht, habe ich die Einstellung wieder zurückgesetzt. In der letzten Folge habe ich versucht, mal in 2K aufzunehmen. Das hat irgendwie nicht so ganz funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Jetzt habe ich ein bisschen die Einstellung wieder zurückgesetzt. Ich bin irgendwie nicht so ganz zufrieden, muss ich sagen. Ich weiß auch nicht so ganz, woran es liegt. Deswegen ja direkt mal am Anfang jetzt an euch. Wenn jemand da draußen ist, der Ahnung davon hat und mir vielleicht helfen kann, wäre das total super, denn ich bin ja immer noch Laie und ich kenne mich so gut dann auch nicht damit aus. In der letzten Folge habt ihr vielleicht gesehen, dass das Bild einfach so ein bisschen ja, nachgehakt hat, also so ein bisschen ruckelig war und das war ja schon, habe ich schon in der Vorschau gesehen in OBS, dass das so war. Und von da und wusste aber nicht so ganz, ja, wie ich das erstmal ändern kann. Mein erster Gedanke war, okay, liegt es vielleicht daran, an der Festplatte, dass ich das auf einer ja, Hard Drive, also aufnehme und nicht auf einer SSD. Dann dachte ich mir aber, würde dann denn die Vorschau auch schon so ruckeln? Weil eigentlich das Vorschaubild wird ja quasi nur direkt von der Grafikkarte umgesetzt und wird ja nicht irgendwie auf der Festplatte gespeichert, meines Wissens nach. Kann auch falsch sein. Dann habe ich jetzt mal geguckt. Bei OS selber sehe ich auch, dass ich irgendwie massive Einbrüche habe, was die Frames angeht. Und ja, ich weiß irgendwie nicht so ganz, wie ich das ändern soll. Wenn jemand da Ahnung von hat und mir helfen kann. Auch wenn jemand mehr Informationen braucht, einfach mal, dann gebe ich die ihm gerne. Und dann sollte derjenige sich vielleicht mal melden, das wäre total lieb. Bis dahin, spielen wir wieder mit den alten Einstellungen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt wieder. Das heißt, wieder ganz normal in Full HD und wir legen auch sofort los. In der letzten Folge haben wir ja Hirgons Frau irgendwie befreit. Da wollte ich nochmal schauen. Wir haben nämlich. Momentchen, Momentchen. Sohnen. Erin, die haben wir nicht befreit. Und Erin sang oft für die Gefangenen und sorgte für ihr Wohl. Erins Vater war ein kalter und harter Schultheiß. Und einer rücksichtslosen Gerechtigkeit folgte. Ihre Güte schlichtete viele verbitterte Auseinandersetzungen und sie bewahrte den Frieden ebenso wie ihr Vater, wenn nicht gar besser. Ihr zarter Gesang zog die Aufmerksamkeit des Waldläufers Hirgon auf sich und die beiden verliebten sich ineinander. Ausgestoßene und Waldläufer misstrauten einander normalerweise und töteten einander gar manchmal. Erin heiratete den Waldläufer und konnte mit ihrem liebenswürdigen Wesen die Verachtung überkommen, die sie nun von ihrem Volk erfuhr. Als Erin von den Uruks entführt wurde, war Hirgon am Boden zerstört. Erin war selbst in Gefangenschaft davon überzeugt, dass ihr geliebter Gemahl sie retten würde. Und so ist es dann auch gekommen, mit unserer Hilfe. Haben wir das in der letzten Folge noch geschafft. Und ja, dann waren wir wieder hier draußen, außerhalb der Höhlen und stehen hier vor diesem einen Auftrag hier. Den würde ich jetzt einfach direkt mal annehmen. Vom Jäger zum Gejagten. Das hatte ich nämlich schon mal markiert, ne? Guck, der Hohlkopf. Das versuchen wir jetzt einfach. Los geht's. Jage die Jäger und ihr Meister wird sich zeigen. So, das heißt, wir müssen 5 Legen wir einfach Fallen aus und locken die Kreatur hinein. Jäger Sie stirbt so erwischen, oder so durch uns. Die mal wieder für uns markiert worden sind. Das ist sehr gut. Wir gucken mal, ob wir die nicht direkt ausschalten können, so. Das ist nämlich schon mal eins. Hast du dir bloß eingebildet? Du bist immer so schreckhaft. So. Ist scheint irgendwo da hinten zu sein. Merkt euch das. Diese Kälte ist nicht von dieser Welt. Die Orks haben ihren dunklen Rausch noch angetrieben. Das ist doch Wahnwitz. Es gibt keinen dunklen Herrscher, nur ihre eigenen verrückten Fieber. So, das war Nummer 2. 3 Stück noch. Dann sollte der Kerl auftauchen. Die stehen alle beim Feuer, das trifft sich sehr hervorragend. Der lebt noch. Jetzt nicht. Ah ne, das ist der schon, ne? Oder? Moment. Das ist der 5. Jäger, aber gleichzeitig ein Anführer. Ist das ist aber nicht der Hohlkopf.
So, und er kriegt jetzt mal direkt ein bisschen was ab. Was ist denn jetzt? Das ist irgendein anderer Hauptmann. Lustig, dass das auch so einer sein kann. Das ist ein Ende. Da ist er. Haben den Namen von dem anderen jetzt gar nicht gesehen. Doch, Mugluk Fleischmaler. Das war sogar eine Rache, der hat uns mal getötet. Wie angenehm. Wir sammeln diese Rune auf. So. Und der hatte... Der Krug hatte einen Leibwächter, der auch wieder ein Hauptmann ist. Der kommt gerade hier lang. Wie ich das sehe. So. Haben wir eigentlich Informationen über Krug? Jetzt Moment mal. Jetzt muss ich einmal gucken. Auf unsere Armee. Krug der Hohlkopf. Das ist ja noch ein Häuptling. Den müssten wir eigentlich wissen. Anfällig gegen berittenen Bestien. Furcht vor Morgai fliegen. Er leidet Schaden durch Kampftodesstöße. Immun gegen Schleichen. Immun gegen Fernkampf. Also brauchen wir jetzt schon mal nicht mit Bogen auf ihn schießen. Das wollte ich nämlich gerade gucken. Okay. Okay. Gut, das heißt, wir brauchen noch nicht an ihn ranschleichen. Die Patrouille hat Fußspuren hinter den Büschen gefunden. Aber dieser miese kleine... Haben wir irgendwo noch so ein Fliegennest oder so? War doch auch hier irgendwo in der Nähe. Da hinten, ne? Was ist denn, wenn wir das hier mal loslassen? Bringt das was? War jetzt so weit entfernt wahrscheinlich, ne? Aber im Moment, hier können wir auf jeden Fall mal... Hey. So, Elbengeschosse einsammeln. Da ist er. Komm ran. Du tötest also gerne Jäger. Ich werde dich auf einem ihrer Speere aufspießen. Ah, okay. Schauen wir mal. Der Häuptling. So, der kriegt auf jeden Fall schon mal gut Schaden. Durch normale... Angriffe. Das ist schon mal sehr gut. Ah, das war's gleich schon. Wie angenehm. Der Tod ist mein ständiger Begleiter. Jetzt werde ich ihn begrüßen. Okay. Gut. So. So, guck, der Hohlkopf ist ein Hohlkopf kleiner. Okay, und der haut ab, oder was? Der andere? Wir sammeln erstmal diese Runi ein. Ich werde nicht so einfach aufgeben. So, Nee, der andere da. Den möchte ich auch haben, um ehrlich zu sein. Gucken wir mal, ob wir den noch holen können. Das könnte natürlich in einem Kampf mit sehr, sehr vielen Uruks enden. Was? Das ging schneller als gedacht. Wie angenehm. Okay, krass. Das ist krass. Es ist zu ruhig. Lasst mich irgendetwas töten. Hier gibt es ein Artefakt, wie ich das sehe. Ja, da. Das nehme ich natürlich auch mit, wenn ich schon mal da bin. So. Brandeisen. Nicht der alte Brenner, ist ein häufiger Spruch unter den Orks in Udun. Zwar ist das Brandmarken mit glühend rotem Eisen eine übliche Strafe, bei der die Orks genauso oft das Fleisch ihrer widerspenstigen Brüder als auch das ihrer Sklaven sengen, jedoch ist das alte Brenneisen einzigartig und wird nur bei den Ungehorsamsten angewandt. Die Orks glauben, dass das alte Brenneisen magische Fähigkeiten besitzt, durch dies länger und heißer mit solcher Intensität brennen kann, dass die Schmerzen noch Wochen nach dem Brandmarken zu spüren sind. Toll. Super. Dann spielen wir diese Erinnerung mal ab. Also gut. Ihr seid jetzt nicht mehr so mutig, was? Haltet sie fest, Leute. Nimm deine dreckigen Finger von mir. Es ist doch ganz einfach. Schlage auf die anderen schneller und härter ein, als sie auf dich. Aber wenigstens hast du es versucht. Versuch's nächstes Mal doch einfach richtig. Das wird wehtun, sehe sogar. Aber so lernst du, wer hier das Kommando hat. Nein, nicht der alte Brenner! Alles nur nicht der alte Brenner! Anscheinend doch. Oh, da können wir einen identifizieren. Ferdusch. Ferdusch, der Folterer. Okay.
Anfällig für Schleichtodesstöße, angenehm. Anfällig für Fernkampfangriffe, noch angenehmer. Anfällig gegen überrittene Bestien. Gegen was ist diese Uruks haben ein verdrehtes Verständnis von Gerechtigkeit. Das ist keine Gerechtigkeit. Macht das er denn? Das ist das stetige Ausmerzen der Schwachen zugunsten der Starken. Haut er gerade einen um, oder was? Okay. Ich möchte zum einen hier raus. Zum anderen. Gab's da hinten. Wie viel den? Möchte ich immer einen guten Jäger irgendwo bei mir haben. Oder muss ich auch dafür hier rein? Das ist auch hier irgendwo drin. Durch ein paar Köpfe Moment. Doch, da. Sehr gut. So. Und auch das. Sehr schön. Verdusch. So, den haben wir ja schon. Dann haben wir hier noch so einen ausgestoßenen Auftrag. Ich hatte richtig sehr. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Glaubst du das? Ich glaube nicht. Würde sich nie etwas bewegen. So. Ich sollte weniger trinken. Mein Verstand spielt mir Streich. Richtig, genau. So, was haben wir denn hier? Schweig. Auftrag starten. Okay, für jede Beleidigung, ob wahrhaftig oder bloß eingebildet, werden die Sklaven von ihrem brutalen Zuchtmeister hingerichtet. Rette sie vor diesem ungerechten Schicksal. Schauen wir mal. Achso, ich dachte, da kommt eine Sequenz. Okay, zusätzliches Ziel. 0 von 3. Töte Uruks, nachdem du sie mit der Fähigkeit Anlocken zu dir geführt hast. Okay, da müssen wir hin. Der Hauptmann sagt, wir sollen die Augen aufhalten. Tja, ich sehe hier nichts. Du darfst nicht einmal blinzeln. Nur eine Sekunde. Hast du das gehört? Nein. Dieser elende Tag. Töte den. Wir locken den mal an hier. Zählt er jetzt noch? Ja, der zählt noch. Du bist hervorragend. Gegen uns. Aufstehen! Glaubst du, du kannst? So. Den richten wir mal direkt hin. Damit wir hier wieder unsere Ruhe haben. Ich kann es nicht mehr länger ertragen. Bitte hilf mir. Ja, ich möchte den da hinten nur anlocken irgendwie, wenn das geht. Ah, jetzt geht das. Sehr schön. Habt ihr das gehört? Nee. Was denn? Komm mal ran. So. Sehr schön. Nummer 2. Können wir den hier losschneiden, glaube ich. Endlich bin ich frei. Ja. Ich auch so. Wenn ich dir die Zunge rausschneide, redet sie dann noch weiter? Kommst du jetzt hier hin? Wir sind gerade irgendwo im... Der hat uns gesehen, ne? Lass uns unsere Schwerter kreuzen. Okay. Gucken, ob er... Der dann trotzdem noch zählt, wenn wir den jetzt umhauen. Oh. Ich hing irgendwie gerade fest. Doof. Ich kann mich irgendwie gerade nicht bewegen. Das ist irgendwie so ein bisschen buggy hier. So. Zählt er jetzt? Der zählt sogar noch, obwohl der uns vorher gesehen hat. Aber es stand ja auch und wir sollten die nur anlocken, von daher, okay. Komm mal. Du hast doch Informationen, ne? Können wir dich nicht hier noch überhören? Oder werden wir jetzt von dem Bogen getroffen? Naja, geht. Wer da? Arztusch. Der Flüsterer. Okay. Und tschüss. So. Schneiden wir dich hier mal los. Dann lauf. Ich danke dir. Ja, kein Thema. Kein Thema, wir heilen uns. Blaue Milch. Okay. So. Welche Gedanken verleihen euch in der Schlacht Stärke? Ich liebe dieses schöne Gefühl. Weiß ich nicht. Alles, was schwach ist. Vergift mal den Grog hier. Guckt, ob das jetzt auch so klappt. Müssten die jetzt eigentlich alle angelockt werden, oder? Der Grog da repariert ist. Hey, du denkst, du bist hässlich? Oh, was ist nicht was hässlich? Tschüss. Ich kann es dir zeigen. Ja! Hm.
Nächstes Mal. Genau, ne? Schlachten sich da jetzt eigentlich gerade? Ja, Tatsache. Die schlachten sich tatsächlich. Wie angenehm. Solange die den Sklaven da nicht mit erwischen in ihrem Schlachtermodus. Aber wenn, vor allen Dingen, wenn die diese Schilder kaputt machen, das ist schon mal sehr schön. Die anderen sind ja relativ easy zu töten. Wie, das war's? Ihr zwei kämpft euch jetzt nicht mehr? Dann muss ich eingreifen. Das geht ja so nicht. Das geht ja so nicht. So. Ist ein Monster. Das ging schnell. Ich hab da drüben etwas gesehen. Nur du. So. Mann, ich wollte ihn doch gerade hier sein Ende bereiten. Greift er mich da von hinten an? Ja, jetzt aber. So, du möchtest auch? Aber gerne doch. Schwupp. Schwupp. Und du auch? Nee? Na, gucken wir jetzt. Sieht, wie er an den Füßen wieder ranzieht. Du bleibst hier. So. Dann schneiden wir den auch noch los. Erfolg, Auftrag abgeschlossen. Sehr gut. Ich weiß, es war dumm, diesen Ork zu beleidigen. Doch ich würde es nochmal tun, nur um dich kämpfen zu sehen. Okay. Ja, ich würde bevorzugen, wenn du dich nicht mehr in Gefangenschaft begibst. So, da hinten sehe ich... Jetzt noch mehr einzusammeln. Diese Orks müssen lernen zu führen. In den oberen Rängen ist das pure Chaos ausgebrochen. Wir hier schon was sehen? Ich frage mich, ob das der Grabwandler war. So, ein weiteres Ithilien. Woll, jetzt hat er sein Schwert da bekommen. Okay. Gehen wir aus Star Wars wieder raus. Und... Die Patrouille hat Fußspuren hinter den Büschen gefunden. Aber dieser miese kleine Schnüffler hat sich wohl wieder verzogen. Was machen wir denn jetzt? Wir haben da hinten noch eine Schwertherausforderung, wie es aussieht. Guck mal, wie weit ist denn die weg? Gar nicht mal so. Und hier hätten wir noch Machtprobe. Greife Uckbuck der Unreine mitten seine Machtprobe an, um Saurons Armee zu schwächen. Ist auch eine Maßnahme. Machen wir einfach mal ein bisschen mehr Action. So. Ist ja nicht so weit. Ach, guck mal hier. Guck mal, du. Guck mal. Du hast Informationen. Spuck aus. Spuck aus, mein Freund. So. Nehmen wir doch den mal hier. Mosfell, das Messer. Okay. Interessant. Tschüss. Blub. So. Wir können hier wunderbar hier über diese Seile zu unserer Mission. Da kriegen wir sogar neue Pfeile noch. Hat seltsame Spuren entdeckt. Herrlich, herrlich. Hat unsere Verteidigung verstärkt. So, das machen wir auf jeden Fall noch. Machtprobe. Orks müssen sich unter ihresgleichen beweisen, indem sie tödliche Herausforderungen meistern. Wenn sie überleben und nicht davonlaufen, erlangen sie Macht. Bestichen die Machtprobe ein, um Saurons Armee zu schwächen. Uckbuck der Unreine. Altgedienter Hauptmann. Ja, wenn er schon alt ist, dann kann er ja auch abtreten. Muss er gegen Karagor kämpfen, oder was? Das dumme Vieh ist kein Problem für mich. Lass es frei! Wir können den auf jeden Fall mit Pfeil und Bogen angreifen. Das ist schon mal, Ist er tot? Ne, er flieht. Ah, okay. Ist von der Herausforderung geflohen. Das bedeutet,
Er hat auf jeden Fall Macht verloren, okay, aber ich möchte den eigentlich tot sehen, den Kerl. Deswegen mischen wir uns jetzt erstmal so richtig ein. Und am besten sollte er durch mein Schwert sterben. Ich habe dich unterschätzt. Oh, ich sehe nichts mehr. Wie, ja, du, dass du fliehst, wissen wir ja schon. So, jetzt war's das für dich. Okay. So. Ja, ja, ja. Ich weiß. Wenn ich was sehen würde, wäre ich auch gewaltig. Okay, da haben wir schon mal einen von denen. Ich glaube, es ist gerade die weiseste Entscheidung. Biegefliege zu machen, um ehrlich zu sein. Denn sonst kämpfen wir wieder unendlich lange irgendwo rum. Aber ich laufe hier einfach auch mal quer durch die ganzen Urut. So entkommt man auf jeden Fall möglichst schnell nicht. Ich möchte mich da hinten verstecken. Möchte mich aber auch, wenn es möglich ist, vorher nochmal heilen. So, sind wir die losgeworden, ne? Wunderbar. Okay, dann würde ich sagen, diese Folge endet an dieser Stelle. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und wie gesagt, wenn ihr eine Antwort zu meiner Frage oder meiner Fragen habt, dann wäre das super. Dann gibt es eventuell in Zukunft, hoffe ich, dann auch Videos in 2K für diejenigen, die in 2K gucken können. Und ja, selbst für die, die nicht gucken können, sollte das ja so ein bisschen die Qualität noch verbessern. Und ja, ansonsten hoffe ich, seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.